Ja, moin moin und herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Folge von LS17, dem Landwirtschaftssimulator. Ja, wir sind die LS90 Profis und wir freuen uns wieder mega, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute dabei der David, moin moin. Moin. Hehe, na, du Hey. Knüppler. Du Knüppler. Sagt gerade recht, gell? Ja, wollen wir starten? Heute wollen wir ein bisschen einsehen, ne? Also die beiden Felder, die wir haben. Da wollen wir, ja, was willst du machen? Kartoffeln oder ja, Raps machen wir noch und Weizen. Na, ich nehme Raps. Uns Raps, okay. Also kannst du Raps einsehen und Weizen und ich mach Kartoffeln. Wir teilen das wieder auf. Das Feld da oben, Feld 7, nee, warte mal, was war das? Feld 18, glaube ich. Teilen wir wieder auf, weil ja, wir haben ja keine große Nachfrage bekommen im Winter für Hackschnitzel. Im Frühjahr auch nicht. Und ja, dementsprechend brauchen wir die Kohle für die Tiere dann demnächst, die wir dann holen wollen. So, bin drin, komm rein. Für Bin die Tiere. unterwegs. Genau, für die Tiere, die wir da holen wollen. Da wollen wir ja mit Schweinen anfangen und parallel auch da mit Schafen. Die Schweine, die werden wir dann wahrscheinlich im Herbst kaufen, weil sie da am günstigsten sind. Und Schafe, ja, müssen wir mal gucken, wann die am günstigsten sind, weil wir haben ja die Preise aufgeschrieben. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen, wie wir, wann wir die Schafe kaufen. So, was wolltest du für einen Trecker nehmen? Den Tausender oder den 700er? Am Ja, den besten den, Tausender. ja, gut, dann nehme ich dann den kleinen, den 700er. Und dann geht's los. Ja, Mais können wir dann später erst einsehen. Stimmt die? Warte, fünffache Zeitgeschwindigkeit. Jawohl. Bodentemperatur stimmt auch, geil, alles klar. Kartoffeln brauchen auch sehr. Warte mal, Kartoffeln, auch 5 Grad, ja. Gut, können wir starten. Warum wir die Saugmaschine drinnen stehen? Die müssen wir leihen. Wir haben noch keine. Und die müssen wir leihen. Gut, da Ja. fahre ich zum Shop. Genau. Die müssen wir leihen. So, Frontlader brauche ich nicht, den kann ich erstmal hier stehen lassen. Dann fahren wir mal fix zum Shop. Ja, fahr mal, fahr noch ins Wasser rein. Oh Alter, was mache ich denn heute? Ja. Das frage ich mich auch. Hast du gesoffen Das hier oder was? nee, das ist, wenn man vorher Gran Turismo gezockt hat. So, ich nehme mir die Kartoffelmaschine. So, Sämaschinen. Einmal die Kartoffelmaschine. So, und du kriegst die große Maschine. Die Amazon. So, und los geht's. Deine Kartoffelmaschine steht läuft. draußen, meine steht drinnen. Naja. So. Aber auffüllen müssen wir sie noch. Ja, genau. Da müssen wir auffüllen, weil hier steht ja noch was. Das können wir erstmal aufbrauchen. Bei der Einfahrt da hinten, da steht auch noch eine Palette, glaube ich. Dünger. So, Flüssigdünger brauchen wir nicht so viel. Reicht schon. Aber Saatgut brauchen wir noch. So, bedien dich.
So, ich glaube 2000 Liter reichen, knapp 2000, weil das ist ja nicht so viel. Also wie gesagt, wir teilen das wieder auf. Weil Kartoffeln brauchen Machen die, weil die Kartoffeln brauchen, die Schweine brauchen die, von den Kartoffeln am wenigsten. wir halbe halbe oder was? Von dem Feld 18. Einmal, da kommen Kartoffeln drauf und dann halb, halb, also Weizen und Raps. Ja, Feld 18, halb Raps, halb Weizen. Genau. Wo du mit Weizen oder beziehungsweise mit Raps anfangen sollst, das siehst du ja da. Weil wir das haben wir ja schon einmal gemacht. Das Feld aufgeteilt. Raps, wo haben wir Raps? Hier haben wir Raps. So. Nee, hier noch nicht rein. Da müssen wir rein. Da vom Jahr geht ein auf den Sack. So, dann sind wir hier schon bei Feld 18. Genau, das haben wir hier aufgeteilt. Das machen wir jetzt diesmal nochmal. Wie würdest du das aufteilen? Du siehst das ja dann schon, wo Raps eingesät wurde und wo Weizen eingesät wurde. Das siehst du ja. Ach, ja, ich Idiot. Ja. Dann müssen wir erstmal grubbern, weil das ist ja keine Direktmaschine, fällt mir gerade ein. Dann lassen wir die Bei erstmal hier dir. stehen. Ja. Kartoffeln. Und dann lassen wir die erstmal hier stehen und dann holen wir erstmal fixen Grubber. Aber einen kleinen Grubber reicht. Brauchen wir nicht so einen großen holen. Groß. So, hier habe ich Raps. Okay. Nee, da war Weizen drauf, wo jetzt ist. Weizen, ja. Ich sehe das. Und dann muss man mal Ach, hier gucken, wo unten. die Grenze ist. Ach, ich sehe es gut. Hier ist die Grenze. Also ziehe ich jetzt erst einmal hier Rapsgrenze. Aufklappen. Nee, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Scheiße, Ja, bei naja. Kartoffeln musst du grubbern vorher. Naja. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber egal. Holen wir jetzt erstmal fixen Grubber, einen kleinen. Dann werden wir das mal fix machen. Und sonst, was gibt's Neues? Nix. Gar nichts. Ach ne. Mal gucken, wie Deutschland heute abschneidet. Bin ich mal gespannt. So, Grubber, Grubber. Der Magen kleiner reicht hier. Hier, nimm mal den hier, der reicht hier voll und ganz hier.
wenn wir eben grubbern und dann können wir dann die Kartoffeln einsehen oder einpflanzen. Ja, Bäume sind ja schon gesetzt, ne? Also habe ich 140 Bäume gepflanzt, so dass wir dann gerade die Hackschnitzel-Silos voll bekommen, dann im Winter. Hast du ausgerechnet genau oder was? Ja, das kann man ja ausrechnen. Dann nimmst du dann halt die 3 Millionen Liter, teilst die durch 21.000, weil 21.000 Liter bekommst du aus einem selbstgesetzten Baum raus. Ja, ist Und richtig. ja, da bist du dann ungefähr bei 140 Bäume. Das wird natürlich dann mehr, wenn wir dann mehr Hackschnitzel-Silos platzieren. Wir haben jetzt gerade jetzt nur 6 Stück und haben Platz für 3 Millionen Liter Hackschnitzel. Das reicht ja auch erstmal am Anfang. Oh, was ist denn das hier los? Das reicht ja auch erstmal am Anfang und wir können dann nach und nach dann welche noch platzieren. Aber ich denke mal, so wie auf der Goldquest Valley, also mehr wie 4, 5 Millionen Liter Hackschnitzel, das werden wir nicht machen. Das reicht ja dann auch. 4, 5 Millionen Liter Hackschnitzel, das reicht. Gut, hier musst du nicht so allzu weit fahren zur Verkaufsstelle, ne? Also bei Goldquest Valley, da hast du ja einen längeren Weg gehabt zum Verkauf. Aber hier hast du Das ist jetzt einen richtig. kürzeren. Also das bedeutet, dass ich dann, wenn ich auch mal alleine auf der Karte bin, dass ich dann auch alleine mal verkaufen kann. Das ist kein Problem. So, dann wollen wir mal hier mal kurz gurbern. Also ein kleiner Mini-Grubber reicht. Ja, wir werden dann natürlich auch diese Spuren dann wieder reinfahren, um das ein bisschen realistischer wieder zu gestalten. Ich hoffe doch mal, dass sie bei dem 19er dann schon drinnen bleiben, Meister. Wenn du die einmal eingefahren hast. Na, mal gucken. Und nicht wieder verschwinden. Das wäre Ja, natürlich genial. wäre natürlich cool, aber naja, ja, gucken wir mal. Wenn du die schon gleich in der ersten Wachstumsstufe, wenn du sehen tust, weißt du? Wenn Genau, die dann schon drinnen bleiben. ja. Das wäre natürlich cool. Das wäre cool, ja, das stimmt. Und dein Bruder ist ja auch unterwegs. Weiß ich nicht. Wo da ist. Kann ich dir leider nicht sparen für Was die Frage. tippst du denn für Ergebnis heute, Deutschland? Schwer zu sagen. Ganz schwer zu sagen.
Na, wenn sie die Vorrunde mal überstehen, dann ist das schon in Ordnung. Ah, das ist eine gewisse Unruhe in der Mannschaft, ne? Was die beiden da fabriziert haben da. Mit dem türkischen Präsidenten. Naja. Hätte ja auch nicht sein brauchen. Oder sein müssen, sagen wir es mal so. Naja, ändern kannst du sehen hier nicht. Passiert, was jetzt passiert. Ja. So, gegrubbert haben wir. Kann der Grubber schon mal wieder weg. Dann schnappen wir uns jetzt die Kartoffelmaschine. Und dann werden wir jetzt kurz hier die Kartoffeln mal einpflanzen. So, und auf geht's. Ja, das Einsehen dauert ja nicht so lange mit der großen Maschine. Nee, das dauert nicht lange. Deswegen habe ich auch die große geholt, dass war ein bisschen, dass das ein bisschen fix geht. Hänge ich wieder am Baum hier. Ja, nächstes Jahr werden wir dann auf jeden Fall ein Feld dazu kaufen. Weil Ja, nächstes ja ziehst du dann erst einmal an der Kante lang, wenn ich dann habe ich den schon. Weizen mache, hast du schon gehört. Naja, kommt drauf an, was du für ein Feld dazu kaufen willst. Ja, es kommt drauf an, ne? Wie gesagt, wie was heißt, was die Kohle sagt, und dann müssen wir gucken, was wir an Maschinen noch brauchen. Ja, das Feld neben 27 links, das wäre schön, wenn wir das kriegen könnten für nächstes Jahr. Nebenfeld 27. Nebenfeld 27, das wäre der 28. Wo ist denn 27? Dann könntest du nämlich die verbinden, Meister. Ach so, ja. Ja, genau, ja, das war ein großes Feld machen, ne? Die Kartoffeln, ja, die müssten aber reichen. Jetzt haben wir noch 1300 Liter drin. Müssten aber noch reichen. Für das kleine Stück. So, zwei rein noch und dann haben wir schon wieder. Was Kartoffeln? Ja, ist ja nicht viel, ne? Ist ja nur eine kleine Ecke hier. Was willst du auf 27 bringen? Mais. Da kommt wieder Mais drauf. Mais. Ja, Da weil kommt wieder die Mais. ja, weil Basisfutter für die Schweine brauchen wir jede Menge.
Weil da Mais knallen die am meisten weg, die Schweine. Das ist Deswegen, richtig. So, ich bin gleich so weit, dass ich in Weizen setzen kann. so, eine Reihe noch hoch. Dann haben wir es wieder. Dann werden wir dann den Mais noch dann demnächst dann dementsprechend noch einsehen. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen. Naja. Temperatur muss ja auch so 10 Grad haben. Jo, Kartoffeln sind drin. Das ist erledigt. Gut. Können wir abhängen, abgeben. War es das. Trecker können wir wieder runterfahren. So, David ist glaube ich hier oben am Gange. Genau. Er ist jetzt mit Raps angefangen, ne? Naja. Gut, hier kommt Weizen drauf. Wie letztes Jahr auch. Ja, dann werden wir mit einem kleinen Trecker, also den haben wir ja extra für die geholt. Damit machen wir ja, fahren wir ja immer die Spuren rein. Dafür haben wir den kleinen roten ja dann geholt. Das machen wir einmal mit dem roten Trecker. Weizen. Ja, bei den Kartoffeln, da kann man bei der ersten Wachstumsstufe doch schon drauf fahren. Und da macht man bei der ersten Wachstumsstufe schon die Frucht mit kaputt, ne? Aber das ist aber die absolute Richtig. Ausnahme. Also bei Kartoffeln und Zuckerrüben ist das die Ausnahme. Also da macht man schon bei der ersten Wachstumsstufe, wenn man schon aufs Feld fährt, dann die Frucht schon, zerstört man schon die Frucht. Da muss ich jetzt aufpassen beim Ansehen. Nein, jetzt noch nicht. Das ist ja noch nicht, Ach so. wenn die erste Wachstumsstufe erreicht ist, wenn es Du gewachsen hast jetzt ist. nicht beim Sehen, nach dem Sehen, sondern während der ersten Pflanzen gucken. Genau. Ich würde es ja natürlich schöner finden in LS19, wenn man die Spuren dann nach dem Einsehen schon hinterlässt. Ne, kurz bevor man nachdem man eingesät hat, dass man die Spuren schon Ja. hinterlässt. Also das wäre natürlich noch besser. Das ist aber wirklich bloß eine kleine Ecke jetzt auch und dahin. Ja, das reicht. Das reicht voll und ganz. Weil ich brauche nicht viel an Kartoffeln. Das reicht voll und ganz. Ja, wir können auch nur 50 Schweine holen oder so. Geht auch, weil die vermehren sich ja dementsprechend, ne? Wir können auch 60 oder 70 Schweine holen. Das geht auch, aber dafür haben wir dann, können wir ja mehr Schafe kaufen zum Beispiel. Ja. Weil durch die Paletten, also Wollepaletten, verdienst du ja auch noch ein bisschen was dazu, wenn du Wolle verkaufst. So. Jetzt hast du die Kartoffelmaschine, hast du schon verkauft, ja? Die ist schon weg, wieso? Butter. Warum? Na, weil wenn du jetzt hier einsäst an der Kartoffeln an der Kante lang. Ja, wenn du einen ganz minimalen Streifen wegnimmst von den Kartoffeln, das spielt ja keine Rolle. Oder soll ich das machen? Was schon passiert. Gut. Na naja, gut. So, ja, gut. Nee, dann war es das erstmal mit diesem Video. Jetzt sind wir erstmal jetzt, ja, David macht das jetzt gerade noch fertig hier. Und dann werden wir im nächsten Video dann uns um das Feld 27 kümmern. Wenn wir das noch Ach, einsehen, ja.
Ja, 27. Und dann werden wir dann die dritte Düngestufe dann drauf machen, aber erst wenn die zweite Wachstumsstufe erreicht ist, ne? So dass wir dann die Spuren reinfahren. Und ja, dann kann das natürlich dementsprechend wieder reif werden. Dann können wir es dann wieder ernten im Sommer. Und ja, dann geht es immer so weiter. Ja, ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zuschauen und ja, lasst einen Daumen da und auch gerne ein Abo, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Aktiviert gleich die Glocke, damit ihr dann auch immer be eine Benachrichtigung bekommt, dass ihr dann immer auf dem neuesten Stand seid. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir hören uns dann demnächst, wenn wir das Feld 27 machen. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag und ja, bis dann. Ciao, ciao.